Lucia, kommst du auch? Ja. Oh, super hast du das gemacht, du. Nicht schlecht. Familienalltag heute. Mehr als 20 Jahre sind vergangen, seit die Chancengleichheit für Frauen und Männer gesetzlich eingeführt wurde. Wo stehen wir heute? Und welche Familienmodelle werden gelebt? So, was müssen wir da noch? Wenn man nicht so gut aufsteht wie ich, dann ist man immer so ein bisschen tendenziell im Stress. Und, oh, haben wir die Zähne geputzt, Schatz? Hä? Haben wir vergessen, gell? Gehen wir noch schnell. Ganz gleich, welches Modell man wählt. Für berufstätige Mütter stellt sich die Frage, wie bringt man alles unter einen Hut? Ja, es kommt dann einfach und dann funktioniert man einfach und macht einfach. Und es geht ja. Es ist einfach schon immer ein bisschen Zirkeln und ein bisschen Stress. Aber ja, nein, es geht echt gut. Ja. Du, probier noch mal einen gehen. Noch einen! Also, ist genug. Kathrins Familienmodell ist heute das häufigste in der Schweiz. Schönen Tag. Ciao, danke Mina. Schönen Tag. Sie arbeitet Teilzeit, ihr Mann voll. Mehr als die Hälfte aller Familien leben so. Ihr Mann Raphael ist seit 3 Jahren SP-Stadtrat und Vorsteher des Zürcher Sozialdepartements. Als die Kinder kamen, war das Familienmodell noch nicht definiert. Am Anfang haben wir tatsächlich einen Moment gehabt, wo wir überlegt haben, ob ich auch Teilzeit machen soll, was ich eigentlich noch gerne gemacht hätte. Aber ich war dort Kantonsrat und hatte einen Job nebendran. Und es ist einfach vom Job her, hätte ich dann dort wie müssen auf 30% oder 40% reduzieren müssen, um neben dem Kantonsrat dann auch noch können. Und das ist dann dort nicht gegangen. Aber das hätte ich eigentlich dort noch gerne gemacht, einen Moment lang. Dann kam der große Karrieresprung. Durch das, dass wir uns in der Politik kennengelernt haben, ist also das Politische ist immer ein Thema gewesen. Und als dann die Möglichkeit des Stadtrats sich eröffnet hat, dann haben wir gesagt, Kamol, die Gelegenheit soll ich packen können. Und so haben wir uns dann darauf eingerichtet. Eigentlich. Heute arbeitet er mehr als 100%, oft in den Abend hinein. Ein Termin reiht sich an den anderen. Ausnahmsweise kürzt Raphael auch mal eine Sitzung ab, um seine Kinder zu sehen. Für meine Generation oder heutzutage ist das auch schon einfacher, als das früher war. Also das Verständnis ist eher da, mal neu zu sagen, ja, ich komme jetzt halt später, weil ich doch mal noch ein Kind in Kinski oder in die Krippe bringen will. Oder ich gehe ein bisschen früher, weil ich jetzt das Kind abholen oder weil ich den Abend mit dem Kind verbringen will. Du willst aufmachen? Also gut. Fussi aufpassen. Wie lange? Ah, eins vor und eins hinten. Für die Familienarbeit ist Kathrin zuständig. Weil sie weiterarbeiten wollte, war von Anfang an klar, dass sie ihre Kinder in die Krippe bringt. Das hat Platz, ja, ja. So. Jetzt fahre ich. Ah, du stehst. Ja. Sie sind auch happy da, also auch vorher der Lucia und sie auch. Und die machen da auch viele Sachen, die ich nicht wirklich mache. Ich bin nicht so eine Bastelmami, aber bis jetzt nicht. Und die machen da, haben da Möglichkeiten. Und haben auch Kontakt zu anderen gleichaltrigen Kindern, herzig. Und ja, ich glaube, das ist ein Gewinn. Und ich finde, sie sind auch dann recht sozialisiert. Also die müssen lernen teilen und irgendwie mit den anderen auskommen. Und ich glaube, das ist wirklich ein Gewinn. Ja. Ciao, Sarina. Die klassische Doppelbelastung der modernen Frau. Spätestens um 9 will die Juristin am Zürcher Obergericht sein. Dort hat sie einen 50%-Job. Bei Barbara in Winterthur beginnt jeder Tag anders. Sie und ihr Mann teilen sich Familien- und Berufsarbeit gleichmäßig auf. Am Dienstag hat Barbara Morgendienst. Es ist einfach extrem abwechslungsreich. Ja, und ich merkte schon, wenn ich dann wieder einen Tag daheim war mit den Kindern, dann freue ich mich auch wieder aufs Büro und andersrum. Also ich finde es jetzt eigentlich eine perfekte Situation, dass man von allem was hat. Also, heute, darf ich das einmal wegtun? Heute
gehen alle am Mittag in Hort und haben alle am Nachmittag noch Unterricht. Und dann geht er wieder in Hort und dann holt euch der Papa ab. Beide arbeiten 80% in Kaderpositionen. Jeder bleibt einen Tag zu Hause. Die restlichen 3 Tage sind die Kinder im Hort. Also am besten ist natürlich, wenn immer alles gleich läuft, aber das tut's ja nicht. Und sobald sich irgendwie eine Kleinigkeit ändert, dann gibt's wieder einen riesen Organisationsaufwand. Das ist, glaube ich, einfach das Schwierigste. Dass beide einfach nicht mehr flexibel sind. Also besonders, wenn dann zum Beispiel ein Kind krank wird, dann ist natürlich, wer bringt jetzt? Wer geht heim früher von der Arbeit? Wer hat keinen Termin? Wer hat's das letzte Mal gemacht? So, das sind dann immer die Diskussionen. Komm mal zu mir. Nur gerade eines von 20 Paaren in der Schweiz hat sich so organisiert. Theo, du kannst auch. Dieses Familienmodell ist immer noch die Ausnahme. Und du auch. Barbaras Mann Mike arbeitet bei der AXA Winterthur im oberen Kader. Die Firma unterstützt Vereinbarkeitsmodelle. Doch im Umfeld hat es schon Fragen gegeben. Also, am überraschendsten waren eigentlich noch meine Eltern. Die haben es am Anfang nicht so gut gefunden. Genau, in der Zwischenzeit haben sie sich auch daran gewöhnt, das ist ganz okay. Ich wollte einfach unbedingt mehr Zeit verbringen mit meiner Familie. Das war der Grund, wieso ich das gemacht habe. Vielleicht einige möchten das gar nicht. Für die anderen ist es vielleicht halt einfach auch keine Option, Teilzeit zu arbeiten. Dann hängst du gleich auch eine finanzielle Frage. Wir haben jetzt bei uns ein Modell, das halt sehr gut funktioniert und beide 80% arbeiten. Dann geht es für uns auch ökonomisch sehr gut auf und vielleicht bei anderen weniger. Das zweithäufigste Modell ist nach wie vor, dass Frauen ihre Berufstätigkeit bei der Geburt der Kinder ganz aufgeben. Daniela lebt in Bassersdorf und ist Vollzeitmami von 2 schulpflichtigen Töchtern. Eine von 5 Müttern in der Schweiz macht es so. Dann könnt ihr mal gut zusammen putzen, Wenn ich Schwänzchen mache, rufen. Ja. Als wir geheiratet haben und nachher eine Familie bekommen haben, haben wir uns eigentlich zusammengesetzt und bewusst gewählt, ja, was gibt es für Möglichkeiten. Patrick wäre auch offen gewesen, zu sagen, ja, dann bleibe ich 100% daheim und du kannst arbeiten. Ich hatte einen Job, wo ich ähnlich gut verdiene wie ein Mann. Ich hätte den Haushalt in dem Sinne auch bestreiten können. Für mich ist das irgendwie, ja, ich habe immer gewusst, wenn ich Familie kann haben, wenn ich Familie habe, dass ich eigentlich gerne wieder daheim sein würde. Ich hatte das Gefühl, ich verpasse im Job nichts, was mir eine Familie mit Kind geben könnte. Gut. Danke. Tschüss. Macht's gut. Danielas Mann Patrick arbeitet 100% als IT-Spezialist bei der Migros. Schlussendlich ist es bei ihr darum gegangen, dass sie natürlich extrem dann auch die Mutterinstinkt hat und eben auch vom traditionellen Modell ist ursprünglich. Und für uns hat das eigentlich beide gepasst. Also es war nicht so, dass sie mich überreden musste, dass ich jetzt weiterhin arbeiten gehe. Also wir haben das diskutiert und das hat für beide gepasst und darum war das eigentlich relativ schnell klar gewesen. Und wir haben das nachher auch nie mehr in Frage gestellt, weil es funktioniert hat. Und ich finde es dann, wenn es möglich ist, fast ein bisschen unfair dem Kind gegenüber, wenn man das Kind zwar hat, aber dann nicht für sie da ist. Also wir haben ganz bewusst gesagt, wir wollen, dass das Kind auch mit den Eltern aufwachsen und nicht irgendwo fremd platziert sind. Für Barbara wäre dieses traditionelle Modell nicht in Frage gekommen. Bevor sie arbeiten geht, bringt sie die Kinder zum Schulbus. Es ist kurz nach den Sommerferien. Alle Stundenpläne sind neu. Da passiert es schon mal, dass noch nicht alles läuft wie am Schnürchen. Wir haben zweimal völlig verschwitzt, dass der Vincent Turnen hat, weil wir nicht auf den Stundenplan geschaut haben. Aber ich glaube, das war nicht so tragisch, oder? Und ich bin noch verloren gegangen. Und am Freitag hat es noch ein kleines Missverständnis gegeben. Da dachten wir, der Vincent geht in Hort und er geht freitags ins Schwimmen und wenn er ins Schwimmen geht, wird er zu seinem Kollegen mit heimgehen. Und jetzt war aber die Woche noch gar kein Schwimmen, aber er ist trotzdem mit zum Kollegen und der Mike wollte ihn abholen vom Hort und dann war er nicht da. Das war dann ein bisschen chaotisch, gell, an dem Tag. Du hast mir einfach nicht gesagt.
Ja, ja, du kannst nichts dafür, es war unsere Schuld. Der ist heute aber wieder pünktlich, ha? Keine Pünktlichkeit. Tut ihr gleich einsteigen, ihr zwei? Guten Morgen, ich bin Arad. Ehemann Mike ist schon seit 7 im Büro. Dafür muss er am Nachmittag die Kinder abholen. Teilzeit und Homeoffice sind hier problemlos möglich. Ich rede fast nie über das Thema hier beim Arbeiten, wird jetzt ohne gefragt. Ich bin auch nicht der Einzige hier. Also wir müssen es nicht thematisieren, weil es irgendwie exotisch ist. Es ist fast normal. Es sind ganz viele in meinem Team, die Teilzeit arbeiten. Sie sind zum Teil fast ein kleinerer Nachteil, der 100% arbeitet. Das ist kein Thema. Die AXA bekommt regelmäßig Preise für ihre Vereinbarkeitsbemühungen. Verantwortlich für die Umsetzung der Diversity-Strategie ist Yvonne Seitz. Sie ist selbst zweifache Mutter und arbeitet 70%. Auch sie teilt die Familienarbeit mit ihrem Mann. Teilzeit und überhaupt flexible Arbeitsmodelle sind Frauen wichtig, vielen Frauen, die ich kenne, aber auch Männer und immer mehr Männer. Und ich glaube, wenn man weiterkommen will bei dieser ganzen Thematik von Vereinbarkeit, von Beruf und Familie, von Gleichstellung überhaupt, dann reicht es nicht, wenn man sich nur auf Frauen fokussiert, sondern es ist extrem wichtig, dass man auch auf der Männerseite schaut, wo sind da Bedürfnisse und dass man eben Modelle wie Teilzeit oder flexible Arbeitsmodelle generell eben nicht nur für die Frauen, sondern auch für die Männer bereitstellt. Für Männer hier ist es kein Karrierekiller mehr, wenn sie Teilzeit arbeiten. Aktuell, ich denke wirklich darüber nach, auf 80% runterzugehen. Momentan, der Kleine ist 4 Jahre alt, momentan funktioniert es ganz gut. Meine Frau ist 80% arbeitend, ich 100% und wir sind mit vielen Freunden außenrum gut organisiert. Also momentan geht es noch. Mal schauen. Also es kann gut sein, dass ich auf 80 runtergehe eines Tages. Ich arbeite 90% und der Grund ist primär, dass ich mehr Zeit für mich selber habe und zum Beispiel kann reisen oder auch aus Hobbys kann angehen. Aber ich habe mir schon sehr bewusst überlegt, wie kommt das echt an bei meinem Arbeitgeber. Ist jetzt aber auch so, dass in unserem Umfeld das sehr viel schon gemacht haben und ich bin jetzt da nicht der Eisbrecher gewesen, wo haben wir vorausgehen, sondern konnte profitieren auch von anderen, die das schon so umgesetzt haben. Der Anteil teilzeitarbeitender Männer ist um 50% gestiegen, seit flexible Modelle gefördert werden. Ich glaube, es ist ein Kulturwandel. Früher war es das normale Anführungszeichen Modell, dass der Mann erwerbstätig ist und die Frau ist für die Kinder am Schauen. Und das ist ein sehr ehrenvolles und ein gutes Modell. Und ich finde, da muss jeder selber entscheiden, welches Modell stimmt. Aber ich glaube, jetzt ist ein Wandel im Gang, dass junge Männer, die von den Unis kommen, halt auf einem gleichen Ausbildungsstand sind wie die Frauen, wie die Freundinnen. Und dass man sich dann halt auch viel mehr überlegt, wie wir zusammen Beruf und Familie kombinieren, wie können wir das machen. Aber ich glaube, es braucht die Kultur und die Sichtbarkeit, dass es okay ist, um so ein Modell auch zu leben. Andy Kehl hat als Jobbanker früher 300.000 Franken im Jahr verdient. Als sein Sohn auf die Welt kam, ist er aus dem Hamsterrad ausgestiegen, um 100% Hausmann zu sein. Also mir hat das Hausmann sein nicht gut getan, und zwar weil ich extrem beansprucht war. Und es mit Abstand das anstrengendste war, was ich jemals gemacht habe. Und auf der anderen Seite konnte ich die gesellschaftliche Anerkennung leisten können, im Unternehmen zu sein. Das ist mir extrem wichtig. Und darum ist eigentlich für meinen Lebensstil oder für meine Person ein Teilzeitpensum das Ideale, wo ich Beruf und Familie miteinander mache. Seither versucht er, dieses Modell auch für Männer in Chefetagen salonfähig zu machen. Bekannt durch das Buch Der Teilzeitmann hat er mit seinem Startup Teilzeitkarriere eine Internetplattform für solche Jobs geschaffen. Wenn es geht, arbeitet er im Impact Hub, dem ersten Coworking Space in Zürich. Hier arbeiten Frauen und Männer ohne fixe Arbeitszeiten an ihren Projekten. Selbstständige und Kaderleute nebeneinander. Die Geschlechterfrage spielt im Alltag hier keine Rolle mehr. Also die Themen, die vor 10, 20 Jahren Themen waren, die sind heute nicht mehr Thema oder die stehen nicht mehr an. Und auf der anderen Seite die Polarität der Geschlechter oder mehr Männer kämpfen für unser Männerrecht und mehr Frauen für unsere Frauenrechte, die sind eigentlich komplett überholt.
Auch wenn man in der Gleichstellung ein Stück weit gekommen ist, Teilzeitkaderjobs gibt es bisher nur wenige. Jetzt aber, mit zunehmendem Fachkräftemangel, beginnt sich das zu ändern. Leitende Ärzte sind 50-100%. Das sind genau so Modelle, die wir eigentlich suchen. Das ist genau ein Klassiker. Jetzt gibt es einen Fachkräftemangel, oder? Es hat zu wenig Ärzte. Die Geriatrie sowieso. Und auf einmal gehen Ärzte, die die Schlimmsten sind im Ding, gehen her und machen eine Teilzeitinserat. Wir empfehlen ja in unserem Massnahmenkatalog, dass man alle Stellen 80-100% ausschreibt. Und das machen auch immer mehr Unternehmen, weil es gegen aussen einfach eine größere Signalwirkung hat. Und weil es intern ein grosses Signal hat, wenn man einen Job gegen extern Teilzeit ausschreibt. Das heisst auch, dass man intern den Job in 80% ausführen kann. Verschiedene Unternehmen, unter anderem die SBB, die Post, die Zürich und Swisscom, schreiben Kaderstellen neu auch Teilzeit aus. Doch meistens sind Teilzeitjobs keine Kaderjobs. Katrin arbeitet als Gerichtsschreiberin am Obergericht und hat, wie die meisten Mütter, ihr Pensum heruntergefahren, nachdem die Kinder auf die Welt gekommen sind. Ja, für mich war klar, dass wenn ich Kinder habe, dass ich reduzieren will, nicht 100% arbeiten. Und dann ja, ist irgendwie hat sich das so ergeben, dass ich 50 arbeiten kann, verteilt auf 3 Tage. Was noch praktisch ist, weil ich erst etwa auf die 9 Uhr und muss kurz nach der 5 wieder aus dem Büro rennen. Und ja, so habe ich ein bisschen weniger Stress und kann das besser verteilen. Ja. Ihre politische Karriere als SP-Kantonsrätin hat sie aufgegeben. Ich habe dort halt müssen sagen, ich habe 3 Sachen und es ist einfach etwas zu viel. Also ich habe Kinder. Die kann ich nicht zurückgeben. Ich habe den Job, der mir sehr wichtig ist, und ich hatte Politik. Und dann war eigentlich die Reihe voll klar. Und alles drei miteinander konnte ich einfach zeitlich habe ich nicht seriös machen, für meine Begriffe. Danke. Am Obergericht hat sich viel verändert in den letzten 20 Jahren. Früher eine Männerdomäne, arbeiten hier heute mehrheitlich Frauen. Es gibt Teilzeitstellen und flexible Arbeitsmodelle sind möglich. Wir haben über die ganze Rechtspflege geschaut, 60% weibliche Mitarbeitende. Die Männer sind unterdessen in Minderheit. Und das ist ein Ebenbild auch von der Universität. Jetzt gerade im Jus-Bereich, ja, der Uni Zürich, sind 60% Studentinnen, die abschliessen. Und das wird sich dann auch bei uns abzeichnen. Bei den Richtern ist das Verhältnis allerdings immer noch umgekehrt. Grund? Die meisten Richterstellen sind 100% Stellen und von Männern besetzt. Der typische Karriereweg, den ich eigentlich vorher auch mehr im Blick hatte, ist, allenfalls mal Richterin zu werden. Es gibt auch Teilzeitpensen. Und im Moment ist es aber nicht so vordringlich. Also ich könnte mir einfach nicht vorstellen, weil ich finde, ich habe zu wenig Spatzung. Es wäre mir ein zu grosser Stress, weil halt, ja, schon vieles auch die Heim an mir liegt. Und das erledigt sich auch nicht einfach so von Geisterhand. Aber das war eigentlich schon immer mein Ziel. Und mal schauen, ob es irgendwann noch eintritt. Wichtig für den Moment ist ihr, einen Fuß im Job zu behalten. Ihren Karrierewunsch hat Katrin wie viele andere Mütter auf später verschoben, der Kinder wegen. Als Juristin sind ihr die finanziellen Nachteile ihres Modells aber durchaus bewusst. Also solange wir verheiratet sind, sehe ich natürlich kein Problem. Schwierig wird es dann, wenn die Beziehung auseinandergeht. Dann habe ich natürlich weniger Arbeitserfahrung, die ich vorweisen kann. Ich würde ab der Scheidung natürlich dann nur noch meine eigene Pensionskasse haben und dann natürlich geringer wäre, wenn ich nur Teilzeit könnte arbeiten. Ja, es gibt schon Nachteile von dem Modell für die Frau, meistens für die Frau. Hallo. Hi. Daniela genießt es, dass sie sich ihre Zeit frei einteilen kann, wenn die Mädchen in der Schule sind. Dass sie kein eigenes Geld mehr verdient, daran musste sich die ehemalige Bankfachfrau aber erst gewöhnen. Ich sage einen Gruß deinem Mann. Ja, danke. Tschüss, ciao, Sandra. Ich hatte am Anfang Mühe gehabt, weil ich das ja nicht kennt. Wenn ich etwas für mich posten wollte, konnte ich das selber entscheiden, tue ich mir jetzt das leisten oder nicht. Und ja, dann natürlich
quasi fragen, ja, darf ich mir jetzt ein Parfüm kaufen oder leisten? Ja, wir haben es dann wirklich so gelöst, dass mein Mann quasi mir wie so einen kleinen Betrag, ein Sackgeld, überweist auf mein Konto, wo ich dann auch für ihn kann ein eigenes Geschenk auf den Geburtstag kann posten kann. Und nicht muss ihm sagen, du, ich sollte noch 50 oder 100 Franken haben, dass ich ihm etwas, ja, etwas posten kann. Sie setzt alle Energie für ihre Familie ein. Was würde es bedeuten, wenn diese plötzlich auseinanderbräche? Immerhin werden in der Schweiz 40% der Ehen geschieden. Ja, wäre ich sicher auf ihn angewiesen. Wüsste ich aber, dass er sicher für Kind ohne Probleme aufkommen würde. Und ich denke mir, dann müsste man sowieso umdenken. Dann wäre ich ja auch in der Pflicht, um wieder einen Teil zu arbeiten und auch beizutragen. Das ist mir bewusst, ja. Wieder einsteigen will sie noch nicht. Aber ab und zu streckt sie die Fühler aus. Ich habe auch schon Bewerbungen geschrieben, ich habe auch schon ein Vorstellungsgespräch. Es hat genug durchgegeben, insofern, dass mich sowieso noch gesehen wollen und einladen. Also ich könnte auch Jobs über. Es ist dann vielfach wirklich so ein bisschen an den Ferien und an den Arbeitszeiten gescheitert von uns her. Ihr Mann Patrick könnte sich durchaus vorstellen, zu reduzieren. Es ist natürlich jetzt schon so, dass unsere Kinder in einem gewissen Alter sind, wo sie immer selbstständiger werden. Und das ist auch schon thematisiert worden, dass wenn Daniela das Gefühl hat, sie will sich andersweitig betätigen, dass sie kann arbeiten zu irgendeinem Prozentsatz, dass ich vielleicht auch meine Arbeitszeit ein bisschen reduziere oder das anders organisiere. Das sind noch keine konkreten Pläne rum, aber ich glaube, die Möglichkeiten sind da. Die Migros ist ein kooperativer Arbeitgeber. Vaterschaftsurlaub ist bereits eingeführt. Und Teilzeit wird geschlechtsunabhängig auf allen Stufen gefördert. Bei der UPC, wo Barbara arbeitet, gibt's kein solches Vereinbarkeitsprogramm. Aber sie hat Glück gehabt. Sie konnte mit einer 80% Mutterschaftsvertretung im Marketing einsteigen. Nachher wurden beide Frauen, sie und ihre Kollegin Chantal, mit fixen Kaderverträgen angestellt. Ich bin die Erste, die einzige, die so Teilzeit, dass ich das Recht erkämpfen am Anfang, einfach begründen, warum und dann eigentlich auch schon die Idee bringen, wie ich arbeiten möchte. Und dann ist es dann schon gegangen. Aber ja, es war ein rechter Prozess gewesen. Also es kommt einfach darauf an, auf die Vorgesetzten. Und ja, was man eigentlich selber aushandelt. Die UPC ist ein klassisch männlich geprägter Betrieb. Barbaras Chef ist Holländer. Er sieht Frauenförderung pragmatisch. Wir müssen flexibel sein und wir können es organisieren, aber Sie müssen auch flexibel sein. Gestern zum Beispiel hatten beide frei, aber wir hatten ein Meeting. Und es war dann so, dass zumindest eine der beiden für 2 Stunden ins Büro kommen konnte. Da habe ich dann mit Mike organisiert, dass er mittags zu Hause ist und die Kinder in Empfang nimmt. Und ich bin dann etwas später wieder zurückgekommen, damit ich das Meeting hier wahrnehmen kann. Aber das ist eben genau das, was halt auch positiv ist in der Situation, wo ich jetzt bin, dass das halt... Dass ich versuche, flexibel zu sein, wenn es sein muss, aber dass auch natürlich der Arbeitgeber mir entgegenkommt, wenn ich dann mal kurzfristig ausfall oder wie auch immer. Also dass das halt wirklich so geben und nehmen ist. Barbaras Modell geht nur, weil Mike auch Teilzeit arbeitet und übernehmen kann, wenn sie spontan ins Büro muss. Spezialist für Gleichstellungsfragen ist Unternehmensberater Matthias Müllene. Ob Firmen moderne Modelle fördern, hängt seiner Meinung nach von verschiedenen Faktoren ab. Also es gibt jetzt Firmen, die sagen, endlich passiert was, endlich gibt es mal Ideen, was man da genau machen könnte. Und es gibt andere, da ist einfach Widerstand. Die sagen, unsere Firma gibt es 100 Jahre und es hat immer so funktioniert, wieso soll man das jetzt plötzlich ändern? Es hängt, glaube ich, davon ab, wie stark die unter Druck stehen. Eine Firma, die sieht, ich kriege keine Fachkräfte mehr. Oder auch wie die Firma, wo wir jetzt hingehen, wo es einen Generationenwechsel in der Führung gibt.
da ist natürlich eine andere Motivation zur Veränderung da. Bei Ifolor hat der ehemalige Swissair-Personalchef ein Beratungsmandat. Ifolor muss mit der digitalen Entwicklung Schritt halten, wenn die Firma Marktleader bleiben will. Philipp Schwarz will modernisieren. Um gute Fachleute zu kriegen, sollen Teilzeit und Homeoffice auf allen Hierarchiestufen und geschlechterunabhängig möglich sein. Gibt es denn da noch irgendwie Widerstände oder was aus der Führungsecke so gegen flexibles Arbeiten, Homeoffice und solche Geschichten? Weil das kommt, da sind alle dafür. Da sind alle dafür, ja. Da gibt es auch keinen anderen Weg mehr. Da ist klar. Sonst nachher kann man ja eine gewisse Personengruppe gar nicht mehr ansprechen in heutiger Zeit. Die Änderungen führen wir ein, weil wir festgestellt haben, dass wir nicht genug attraktiv auf dem Arbeitsmarkt für Mitarbeitende sind. Und dann gibt es nur zwei Varianten. Entweder sie schliessen den Laden oder sie passen sich der aktuellen Zeit an. Und da haben wir uns ganz klar für den zweiten Weg entschieden, uns der aktuellen Zeit anzupassen. Vor allem IT-Spezialisten werden von den Neuerungen profitieren. Philipp Schwarz ist aber auch aus persönlicher Erfahrung für flexible Arbeitsmodelle. Meine private Geschichte damit zu tun, dass ich erstens mal eine Familie schon wegen der Firma gegen die Wand gefahren habe, wie man das auf Deutsch möchte sagen, und jetzt eine neue Familie gegründet habe und vielleicht ein bisschen aus dem sollte lernen. Ja. Er wird wieder Vater und will sich seine Arbeitszeit nun freier einteilen als bisher. Barbara begrüßt die neue Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt. Aus Erfahrung weiß sie aber, dass es doch ein gewisses Minimalpensum braucht, wenn man Karriere machen will. Egal, ob als Frau oder als Mann. Wenn man auf 80% reduziert, so in dem Dreh, ist, glaube ich, schon vieles möglich. Irgendwie in Führungspositionen. Aber das Problem ist halt, dass dann Frauen häufig mehr reduzieren als 80%. Ich glaube, das ist dann schon das, was dann die Falle irgendwo auch ist. Aber also sicher wollen auch viele Frauen gar nicht mehr arbeiten. Also die wollen wirklich dann auch nicht 4 Tage weg vom Kind sein. Aber inwieweit es jetzt wirklich was Frauen- oder Männerspezifisches ist oder inwieweit es halt auch von der Gesellschaft so normiert ist sozusagen, das ist dann natürlich die andere Frage. Immer donnerstags ist Barbaras Mann Mike zu Hause. So, jetzt ja, soll das Tageschnappe. Schnappe. Wo ist die Knopfe? Schnappe. Das machen wir nicht aus Kochen. Mache ich noch gern. Also ich weiß, was ich nicht gerne mache. Das ist einfach aufräumen. Am Schluss aufräumen, am Abend aufräumen. Ich komme den ganzen Tag daheim. Ich meine, wir räumen ja nur einmal am Tag auf, oder? Das ist am Abend. Dann haben wir irgendwie eine Sauerei. Ja, du bist halt irgendwie müde den ganzen Tag. Und dann das noch aufräumen. Das macht nicht Spaß. Ja, und tschüss. Ich würde gerne mit den Kindern zusammen. Das macht am meisten Spaß. Ja. Ich. Wer hat das Messer? Ich habe das Gefühl, dass das ganz, ganz früh in der Beziehung entscheidet, welches Modell und welches Rollenmodell du nachher lebst. Weil das Kind kommt auf die Welt, es ist völlig hilflos. Braucht irgendwie ganz viel Betreuung und das ist irgendwie so ein bisschen naturell, ist es eigentlich immer die Frau. Und wenn dir in dieser Situation nicht ganz früh die Frau schon mal sagt, hey, bitte mal übernimm du die Teil auch beim Kind, dann richtet man sich einfach sehr, sehr schnell ein, dass es dann die Domäne der Frau bleibt und der Mann einfach gar nicht mehr den Zugang bekommt. Die Rollenverteilung zwischen den Geschlechtern ist tatsächlich noch fest in den Köpfen verankert. Das merkt Katrin auch bei sich selbst.
Ja, wahrscheinlich hätte ich schon das Gefühl, wenn jetzt meine Kinder 5 Tage in der Krippe oder im Hort wären, ja, wäre es ein bisschen viel. Wobei eigentlich, die hätten es dort super, aber das ist wahrscheinlich in meinem Kopf. Und ich glaube, ich will auch nicht auf das verzichten, dass ich beides vereinbaren kann. Dass ich auch unter der Woche Zeit mit ihnen verbringen kann, dass ich mit anderen Müttern oder Vätern abmachen kann. Ja, es ist vielleicht auch ein bisschen egoistisch, dass ich finde, ich will das auch erleben. Das Teilzeitmodell, so wie es Katrin lebt, geht für die meisten Familien nur auf, wenn es genügend Krippenplätze gibt. Raphael ist als Sozialvorstand der oberste Krippenchef der Stadt Zürich. Pressekonferenz zu den Finanzen. Er hat gute Nachrichten. Wir hatten ja bis jetzt die Lücke, gehabt, wo wir immer hinten reingehinkt sind, der Entwicklung bei den Krippenplätzen mit unseren Subventionen, also mit den Eltern, die subventionsberechtigt wären, aber wir ihnen keinen solchen Krippenplatz können zur Verfügung stellen. Wir haben jetzt das Ziel definiert, dass wir die Kleinkinderbetreuungsbeiträge, die der Kanton abgeschafft hat, in die Krippenfinanzierung investieren, um eben genau den Gap schliessen können, den wir im Bereich der Kinderbetreuung haben. Zum ersten Mal gibt es damit in der Stadt Zürich genügend subventionierte Krippenplätze. Wird das die Rollenmodelle verändern? Also alles weist darauf ein, dass sich das verändert. Die Frage, ob nachher am Schluss wer dann 100% oder Teilzeit schafft oder ob beide Teilzeit schaffen, das werden wir nicht mit Krippenplätzen können beeinflussen, sondern das ist am Schluss der Arbeitsmarkt und die persönliche Beziehung zu Arbeit und Betreuung, die entscheidend ist. Eine neue Studie belegt, dass Eltern ihre Kinder immer noch lieber selber betreuen, wenn es finanziell möglich ist. Pizza. Pizza. Ja, Lieblingsessen. Für Daniela war die Krippe nie eine Option. Das haben wir irgendwie gar nie. Nicht, weil wir das eine schlechte Institution finden, überhaupt nicht. Aber erstens sind wir ja wie. Es ist ja schön, wir sind nicht darauf angewiesen, dass ich nicht arbeiten muss. Und zweitens, ich wollte, so wie meine Mami das gemacht hat, daheim sein und die Kinder aufwachsen sehen, mit ihnen zu Mittag essen, Sachen abfedern, die am Morgen schon gelaufen sind in der Schule, auf dem Pausenplatz, die emotionalen Sachen. Guten, bitte. Als Vollzeitmami ist sie für alles da. Sie haben auch ihre Sachen, die sie selber machen müssen, wo sie so ein bisschen, nicht ämtlich planmäßig, aber wo wir einfach eingefädelt haben, dass sie selber für die Sachen verantwortlich sind. Man ist in dem Sinn, ich denke, Kinder sind in dem Sinn verwöhnt, weil du einfach immer rum bist. Und sie sind sich manchmal eben gar nicht so richtig bewusst, wie es vielleicht wäre, wenn es anders wäre, weil wir das auch noch nie so ausprobiert haben. Und bei euch in der Schule ist aber alles gut gelaufen. Ja, können wir jetzt noch Schuhe posten? Für viele jüngere Frauen ist das keine Alternative mehr. Sie sind gut ausgebildet und kommen neu auf den Arbeitsmarkt. Matthias Möllene unterrichtet an der HWZ Personalmanagement und Diversity. In der nächsten Zeit wollen wir uns hier im Unterricht jetzt mal mit dem Thema Gender Diversity, Männer, Frauen, beschäftigen. Ich glaube, da haben wir noch Handlungsbedarf, oder? Warum machen wir Diverse? Warum ist das überhaupt so wichtig? Ja, viel einfacher, wir sagen einfach, die Männer werden Chefs und die Frauen nicht. Oder umgekehrt. Oder? Wäre einfach, oder? Also es ist ja einfach so, dass gemischte Teams einfach erfolgreicher sind. Genau, das wollte ich hören. Also ich glaube, das hat sich inzwischen wirklich rumgesprochen. Gemischte Teams sind erfolgreicher. Personalverantwortliche verschiedener Firmen sollen lernen, wie man mehr Frauen ins obere Management bringt. Fakt ist, dass Frauen in männerdominierten Unternehmen wenig Aufstiegschancen haben. Wo ist das Problem? Meine Idee wäre, dass man sagt, ihr müsst bei der Auswahl auf eine Stelle, speziell Führungspositionen, mindestens 30, 40, keine Ahnung, einen bestimmten Prozentsatz an weiblichen Bewerbern haben. Und das hat eben den Erfolg, wenn ich merke, oh je, da bewerben sich ja gar nicht 30% Frauen. In einem männerdominierten Unternehmen haben die Frauen ja irgendwie instinktiv das Gefühl, hier komme ich ja nicht weiter. Und die sich für Führung interessieren, melden sich auch nicht bei so einem Unternehmen und werden sich da auch nicht anmelden für eine Beförderung, weil das hat eh keinen Sinn.
Da sind die viel zu pragmatisch. So, aber wenn ich will, wenn ich zwingend ein Drittel meiner Bewerber auf der Liste müssen Frauen sein, dann muss ich natürlich überlegen, wie muss ich den Charakter und die Persönlichkeit meines Unternehmens, meiner Abteilung verändern, damit Frauen das überhaupt attraktiv finden. Gerade in Dienstleistungsunternehmen steht dem nichts im Wege. Aber ist Swisscom jetzt ein weiblich oder ein männlich dominiertes Unternehmen? Also könnte ich jetzt. Ich glaube, Sie sind in so einer Transition. Also, so nehme ich Sie jedenfalls wahr. Vielleicht ist es falsch, aber ich nehme Sie wahr in so einem Übergang. Ich sag, wir sind mittendrin, würde ich mal sagen. Also, es hat sich bestimmt einiges bewegt, aber es gibt noch viel Luft nach oben. Also extrem viel Luft. Und ich finde halt in der Schweiz auch viel das Thema, dass ich noch mehr spüren würde, dass die Frauen auch noch mehr wollen. Also dass einfach diese klassische Rollenteilung noch sehr stark vertreten ist. Das muss halt natürlich auch jeder Mensch für sich selber entscheiden. Aber wenn wir natürlich auch mehr Männer hätten, die noch mehr Teilzeit arbeiten würden, die sagen, ich mache auch meinen Part in der Familienarbeit und die Frauen dann auch wieder entlasten, wäre es für beide eine Win-Win-Situation. Und das sehe ich so als langfristiges Ziel, wo wir als Gesellschaft hinkommen könnten oder sollten oder müssten. Mikes ältester Sohn Vincent hat zum ersten Mal Training. Geschäftliches lässt sich auch vom Fußballplatz aus erledigen. Eigentlich hat Barbara Mike auf die Idee gebracht, dass man sich auch so organisieren könnte. Ich glaube, viele Männer machen sich halt überhaupt keine Gedanken. Und bin froh, dass ich die, dass ich so wie den Impuls habe, darüber nachzudenken, was ich eigentlich wirklich will. Es ist ja auch nicht so, dass jetzt, meine Frau hat befohlen hat, dass ich jetzt 8% arbeiten soll, sondern das ist mir einfach ein Wunsch, der auf den Tisch ist gelegt wurde. Und über das habe ich nachgedacht. Und ja, je mehr das ich darüber nachdenke, umso mehr habe ich Gefallen bekommen an diesem Gedanken. Weil ich dann schon so überlegt, ja, wie war es bei mir, wie bin ich aufgewachsen, wie viel habe ich von meinem Vater gehabt. Und sie haben natürlich ein völlig klassisches Modell gelebt, meine Eltern. Mein Vater hat wahnsinnig viel gearbeitet, selten daheim gewesen. Und ich habe mir so überlegt, ja, eigentlich will ich mehr von meinen Kindern haben. Ohne das zu werten, aber ich habe einfach dann bewusst eine andere Form leben. Trotzdem hatte er nie die Absicht, deswegen auf eine Karriere zu verzichten. Ich habe schon Ansprüche. Ich habe Ansprüche an einen herausfordernden Job, Ansprüche an einen spannenden Job, einen Anspruch, dass ich auch gut Geld verdiene. Das ist ja, ein Anspruch an eine Karriere, habe ich auch. Und für mich geht es gut auf. Ich habe das Gefühl, ich habe das überhaupt im Arbeiten und habe gleichzeitig Familie. Andy Kehl hat ebenfalls einen Weg gefunden, beides zu kombinieren. 10 Tage im Monat macht er Homeoffice und betreut seinen Sohn. In Altstetten, wo er aufgewachsen ist, hat er sich zudem ein zweites Standbein geschaffen und einen Jugendtraum erfüllt. Er baut Betonbadewannen und Betonküchen. Das ist jetzt auch die letzte? Ja. Noch eine wäre denn die. Sind okay. Ja. Ein lukratives Geschäft im Hochpreissegment. Sein Betonwerk führt er selbstverständlich Teilzeit und modern. Wir haben das Prinzip, dass alle alles sehen, alles offen, sehen alle alles, auch die Löhne, alle Abrechnungen, alles. Und das führt einfach dazu, dass wir eine einheitliche Lohnstruktur brauchen. Und eben, es geht nicht, dass einer massiv mehr verdient oder extra Würste hat oder so Sachen. Und das beinhaltet natürlich auch, dass ich einen Lohn habe, also ich bin nicht der beste Verdiener da im Betrieb. Ne? Andi lebt konsequent, ein neues Modell, beruflich und privat. Für mich geht es nur miteinander, also die Familie zu gründen. Oder? Ich finde das ein Wahnsinn, oder? Dass ich als Mann, als 35-jähriger Mann zum Beispiel, kann davon ausgehen, dass meine 35-jährige Frau mit der gleichen Ausbildung nachher mit den Kindern daheim bleibt und ich weiter Karriere mache. Oder? Also ich finde das eine völlig irrwitzige Vorstellung.
Und ich finde, also Mehrigkeit, also ich bin ja nicht weniger männlich, wenn ich eine Waschmaschine selber einfülle, oder? Oder wenn ich meinen Sohn tröste, wenn er sich Ding, also Knie aufgeschlagen hat, oder? Am Sonntag oder nach einem riesen Geschrei und so. Also das ist ja, ich finde, das ist Menschlichkeit oder Ding, oder? Ich bin ja der Papa, oder? Da bin ich genauso gut wie eine Mama, zum Pflaster draufkleben. Für Mike und Barbaras Kinder ist es auch egal, ob Papa oder Mama zu Hause ist. Hauptsache, jemand ist da. Das funktioniert aber nur mit regelmäßigem Agenda-Check. Also erster Punkt, am Freitag kann ja der Pedro einen Vincent nicht nehmen. Oh ja. Scheiße, stimmt, genau. Also hättige Frage. Heute Morgen. Kann man nachher noch schnell ein E-Mail schreiben oder hättige? Genau. Und da kommt deine Mutter, oder? Weil Elternabend ist. Das ist doch der 7. Ja, stimmt, am Abend. Und am 8. muss er ja auch da sein. Da bist du nicht da. Aber das kann ja deine Mutter auch nicht. Okay, aber das schaust du. Ja. Ich bin Mittwoch, Donnerstag weg, bis am Abend. Am Donnerstag bin ich weg. Es ist die zweite Woche, wo wir dann so unterwegs sind und wir sind einfach noch nicht eingespielt. Wir haben, und ja, jetzt ist das erste Mal Schwimmen und erst das zweite Mal Fußball und dann noch Tennis und irgendwie. Und den Stundenplan kennen wir noch nicht so richtig. Also wir haben noch nicht im Kopf, wann jetzt Turnen ist und wann jemand in den Wald geht und das müssen wir alles noch. Okay. Wir sind am Donnerstag um 5 haben die Schwimmen, aber eben erst ab nächster Woche. Zeit als Paar haben sie im Moment praktisch nicht. Okay. Ja. Nee, ich komme gleich. Okay, also kein Tennis mit dem Mitch. Hallo, Lucia. Hallo. 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 Katrin hat inzwischen Aline von der Krippe abgeholt und eingekauft. Ihr Schwiegervater hat Lucien aus dem Hort geholt und hilft am Abend mit, wenn's geht. Zu Hause geht's nahtlos weiter im Programm. Pause gibt's dann, wenn's schlafen. Jetzt wenn's essen und haben Hunger und dann zack zack. Ist das nicht anstrengend? Doch, natürlich. Also vor allem eben, wenn's dann immer noch so nicht machen, was man will. Und nein, ich kann nicht Hände waschen und nein, ich will nicht den Latz anziehen. Und jetzt im Kinski hat er gelernt zu sagen, wenn ich sage, da gibt es keine gute Nachtgeschichte, sagt er, ist mir doch egal. Ich, ja, okay, gut. Ui, der ganz normale Wahnsinn. Für Schwiegervater Sandro wäre dieses Modell nicht denkbar gewesen. Es hat sicher auch geändert im Sinn, dass ich selber eigentlich nicht wollte, das Frauen zu arbeiten. Wir haben drei Kinder zu Hause und ich hatte das Gefühl, es müsse nicht sein, dass Frauen arbeiten, wenn es nicht nötig ist. Und das hat sich natürlich schon stark geändert. Und ich verstehe das sogar sehr gut, dass die heutige Frau eben arbeiten möchte. Und darum tue ich sie auch gerne unterstützen. Manchmal kann ich wieder eine ziehen. Für Alins Vater Raphael ist der Arbeitstag noch nicht zu Ende. Er hat Sitzung im SP-Parteisekretariat. Diskussion aus aktuellem Anlass, Teilzeitmodelle und Vereinbarkeit. Klar, das hat auch immer wieder damit zu tun, wie es auf dem Arbeitsmarkt aussieht. Also wenn die Arbeitgeber wirklich dazu es notwendig hätten, das können zu vereinbaren, weil halt auf dem Arbeitsmarkt auch entsprechende Knappheit ist und sie auf die Personen angewiesen sind, dann würden sie es vielleicht auch eher machen. Ja, Teilzeit heisst ja dann einfach, dass der Mann 80% arbeitet und die Frau 40%. Oder? Ja, ja, aber ich kenne wirklich ein paar Frauen, Mamis, die von sich selber aus gesagt haben, ich will weniger arbeiten. Oder eben, dass Frauen halt auch stigmatisiert werden, wenn sie dann 100% arbeiten. Okay. Wenn es ein Mann macht, ist er der Held, oder? Ja. Oder wenn ein Mann einen Tag frei hat, dann ist er der absolute Held. Genau. Wenn die Frau 4 Tage arbeiten kann, ist sie eine Rabenmutter. Ein Papi-Tag, aber kein Mami-Tag. Genau. Ja. Eben, ich habe das Gefühl, wir kommen nicht mehr weiter. Also ich bin auch beim Arbeiten bin ich umgeben von Männern mit kleinen Kindern und Frauen entweder ohne Kind oder schon erwachsene Kinder. Es scheint irgendwie wie nicht möglich zu sein, Beruf und Familie wirklich zu vereinbaren. Das ist mein Eindruck und ich weiß nicht genau, an was es liegt.
Es liegt schon auch an der Chefetage, aber es liegt auch an den Leuten selber. Ich will auch. Du das rausziehen. Ja, so, und auf der anderen Hand. Katrin will in ihrer Karriere schon vorwärts kommen. Vorerst ist aber Raphael dran. Gleichgestellt wäre ich wahrscheinlich dann, wenn wir uns die Erwerbsarbeit teilen würden. Und beide wären dann Teil daheim. Und wenn es auch möglich wäre, mit 80 können genau gleich Karriere machen wie mit 100 oder noch mehr. Aber das ist, glaube ich, im Moment noch eine Illusion. Der Druck auf Unternehmen, Teilzeitkarrieren anzubieten, jedenfalls wächst. Entscheidend ist aber, dass Paare die neuen Chancen auch privat, gleichberechtigt verhandeln. Welches Modell sie wählen, hängt davon ab, welche Prioritäten sie dann setzen. Sag schon mal deine Hausaufgabe. Wir können bei dir sitzen, dann muss man da. Patrick ist es wichtig, früh nach Hause zu kommen. Dann ist er für die Kinder da. Ah ja, da geht, das ist keine Reihe, da geht es einfach ums Ordnen. Aha. Also ich habe das Gefühl, was ein Vorteil ist, ist Konstanz im Tagesablauf. Also ich gehe in der Regel jeden Tag etwa zur gleichen Zeit, ich komme in der Regel jeden Tag zur gleichen Zeit heim. Das ist etwas, was ich sich natürlich auch recht gut darauf verlassen kann, dass ich sie vielleicht einmal ablösen kann am Abend. Oder dass sie weiss, ich bin dann da und man nicht immer wieder muss schauen muss, ja, wer ist wann und was muss man sonst noch organisieren. Und ein grosser Vorteil finde ich halt auch, ist, dass wir sehr, sehr selbstständig sind. Dass wir wirklich eigentlich auf niemanden angewiesen sind. Natürlich gibt es Situationen, wo man froh ist, dass irgendjemand mal da ist, das Kind kann abnehmen, vielleicht wenn wir ein Wochenende mal fort. Aber wir können eigentlich wirklich alles sehr so für uns machen, wie wir es gerne hätten, ohne Rücksicht zu nehmen auf andere. Und das gibt uns sehr grosse Flexibilität. Aha! Ja, Pink. Aber das ist Barbara und Mike nehmen in Kauf, dass ihr Leben ein bisschen chaotischer ist und dass sie auf Fremdbetreuung angewiesen sind. Dafür haben sie ihre Rechte und Pflichten gleichmäßig verteilt. Darf ich mich neben dich setzen? Ich bin nach dem Essen ins Bett gegangen. Oh, nee. Ich kann doch helfen. Wenn es ein Familienmodell gibt, das Eier näher gibt, dann hast du dort einfach ein Klumpenrisiko. Und klar ist der Druck auf den Mann nachher sehr gross. Darum sehe ich das jetzt bei unserem Modell als grossen Vorteil, dass es wirklich gut verteilt ist. Du kannst dir dann halt eher erlauben, vielleicht einmal mal Auszeit zu nehmen. Du kannst dir vielleicht eher erlauben, mal einen Job zu wechseln und vielleicht ein halbes Jahr keinen Job zu haben. Du hast immer noch einfach die Hälfte des Einkommens ist nach wie vor einfach gesichert. Also das gibt irgendwo eine gewisse Entspannung. Raphael ist auf dem Heimweg. Seine Kinder hat er heute nicht gesehen. Unter der Woche sehe ich sie nicht so viel. Das ist so. Ich versuche immer noch an den Abenden, wo ich nichts habe, rechtzeitig zu Hause zu sein, um dann mit ihnen zusammen essen, sie können ins Bett zu bringen. Aber es gibt Wochen, wo das schwierig ist. Aber am Wochenende versuche ich mir eigentlich mehrheitlich wirklich Zeit zu nehmen für die Kinder, für die Familie. Jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren habe ich es geschafft, nur zweimal am Wochenende ins Büro zu gehen. Also von dem her, das geht relativ gut. Und dann in den Ferien versuche ich auch, hier ein bisschen mehr zu machen. Zeit als Paar haben Raphael und Katrin nur am Abend spät. Das ist okay für den Moment. Ich sage immer, wir schlagen jetzt hier so Wurzeln. Der Lucia geht jetzt in Kinski. Ich lerne jetzt immer mehr Leute in der Umgebung kennen, andere Mütter, zum Teil auch Väter, wo man abmacht, wo man sich so verwurzelt. Das ist jetzt das erste Mal, dass wir das machen mit den Kindern. Und ich finde das super. Das ist wirklich, das gibt mir auch viel. Es werden Lebensabschnitte kommen, in denen anderes wichtig wird. Gut, wenn man dann gemeinsam wieder neue Prioritäten setzen kann.